Was heißt eigentlich AMG? 1967 gründeten die ehemaligen Mercedes-Mitarbeiter Erhard Melcher und Hans-Werner Aufrecht die Firma AMG. Schon 9 Jahre später sind sie in den noch heute aktuellen Sitz in Affalterbach gezogen. Wie hieß das Dorf davor denn nochmal? Nachdem man unter anderem mit der Roten Sau erste Erfolge feiern konnte, wurde 1990 eine feste Partnerschaft mit Mercedes geschlossen. Der C36 AMG war das erste gemeinsame Fahrzeug. 1999 übernahm Daimler Chrysler AMG zu 51%. Die Motorsportaktivitäten wurden als HWA GmbH aber ausgegliedert. Und 2005 übernahm Mercedes AMG dann komplett. Meine Tests mit den beiden neuesten AMGs C63 und EQE 53 findet ihr über den Link in den Kommentaren. Aber wofür steht jetzt AMG? Diese Abkürzung setzt sich aus den Nachnamen der Gründer Aufrecht und Melcher sowie dem Gründungsort Groß Asbach zusammen. Aber was ist eigentlich euer Lieblings-AMG?